Onkel Ben. Ah, es ist die Version von Spider-Man. Mit den künstlichen Spinnennetzen, nicht mit den biologischen. Vacation, new laptop. Könnte bei mir sein. Der Daily Bugle, ach schön. Und Fisk. Stufe 4 Mobilisierung. Einsatzort Fisk Tower. Fisk? Ja, let's go. Ja, um zu springen und schneller zu werden, alles klar. Huch. Oh, muss man mal ein bisschen ausprobieren. Captain Watanabe. Habt ihr ihn schon geschnappt? Nein, wir sind am Fisk Tower. Warten aber noch auf den Haftbefehl. Was dagegen, wenn ich mitmische? Du weißt, wie seine Anwälte sind. Es muss alles nach Vorschrift laufen. Komm schon, Yuri, ich habe 8 Jahre darauf gewartet. Du möchtest wirklich helfen? Dann auf zum Times Square. Wie es aussieht, halten seine Männer meinen Nachschub auf. Alles klar, bin schon fast da. Okay. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Kann man gut die Höhe halten und in der Luft schnell wenden. Okay, ich muss noch mal ein bisschen üben. Rechts. Okay, da müssen wir hin. Ist das erste Mal, dass ich spiele? Ich weiß, ihr habt schon überall gesehen. Für mich ist gerade das erste Mal. Hab ein bisschen Mitleid. So, hier können wir uns nirgends dran binden. Autsch. So. Okay, cool. Das erinnert mich so ein bisschen an, Ach so, warte mal. Kann ich mich wieder... Ich kann mich gerade gar nicht einblenden. Hallo? So. Es erinnert mich ein bisschen an... Wie hieß es nochmal? Was wir gespielt haben auf der PS4. Das Opening Game. Ich übrigens, rennen, das geht nicht. Spider-Man kann nicht rennen. Hallo? Parker, wo sind Sie? Wir müssen mindestens einen Probelauf machen, bevor die Fachkommission eintrifft. Oh, ja, tut mir leid. Ja, ich war gerade beschäftigt. Persönliches Problem. Ich komme sofort. Versprochen. Ich sollte das schnell erledigen und dann zu meiner echten Arbeit. Entschuldigung. Wollte gerade eine Party sprengen. Boah, es ist schon... Wenn nicht dauernd Häuser im Weg wären. Infamous, ja genau, Infamous war's. Ja, Infamous. Schleich. Hey, ich will mal Hallo sagen. Hey Leute, ich bin's. Hallo, hallo, Freunde. Oh, ich bin zu fett für diesen Schirm. Hallo, Freunde, ich bin's. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Gut, ich krabbel mal kurz die Wand hoch. Das ist sicherlich nicht ungewöhnlich.
Nicht soßen! Alter, Florian, hör auf! Vielen Dank, lieber Florian. Ich kann auch gerade nicht vorlesen. So, okay. Mal ein bisschen die Steuerung üben. Ja, okay. Sind das, das sind Spider-Senses, oder? Okay. Du scheinst die Kavallerie angefordert zu haben. Zeit für den Rambock. Krasse Typen. Das ist der Coca-Cola-Weihnachtstruck. Na sicherlich, drei Polizisten, weißt du, bei so einem Riesenaufgebot. Oh. Holt ihn euch. Morgen, Jungs. Guten Tag. Lust auf eine Portion Schmerzen zum Frühstück? So, der Spinnen macht sich bereit zum Ausweichen. Ich habe heute Lust, mich zu prügeln. Der nächste, bitte. So. Das sieht nicht gut aus. Oh. Ah, die Bösen tragen immer schwarz. Jetzt hört ihr doch ab! Tippe wiederholt, auf jetzt. Oh, ist leer. Ist schon leer? Oder muss er es aufladen? Es gab eine Menge Typen auf seiner Gehaltsliste. Ja, nice. Oh, Alter. Entschuldigung. Spider-Man, wie sieht's aus? Fast fertig hier. Und bei dir? Wir gehen jetzt rein. Bin gleich da. Ich freue mich schon auf Willys Gesicht, wenn du ihm die Handschellen anlegst. Oh. Okay, ich muss ein bisschen probieren. Jetzt nach oben und jetzt... Flups. Einmal durchs Feuer getreten. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Okay, Juri, erledigt. Was ist... Juri? Juri! Ich wusste, dass Fisk nicht einfach abdanken würde. So, na hier ist ja richtig Action. Was ist denn da wieder los? So, ich würde gerne in den Chat gucken. Aber es ist ein bisschen schwierig, weil hier gerade Action ist. So. Was ist denn mit dieser Stadt los eigentlich? Ruft mehr Verstärkung und riegelt den Luftraum ab. Juri, alles okay? Wenn er es aus dem Gebäude schafft, verlieren wir ihn. Na, ich werde dann mal... Dann mal los. Ja! Es ist soweit, Willy. Okay, okay, okay. Aufgepasst! Hey, wo willst du denn hin? Er kann das besser als ich. Fang! Ich mach den Weg frei, folgt mir! Auf dir, Spider-Man! Wir schaffen das! So, Fokus... Was? Baue Fokus auf, indem du Gegner angreifst. Du bewirkst mehr Schaden, wenn du mehr Fokus hast. Gut, ich mache ja nichts anderes. Ich greife nur an. So, im Chat alles klar? Gut. Also ist eine schöne Stadt einfach. Es ist ein bisschen wie Berlin. Berlin-Mitte. So.
Erhöhe deinen Kombo-Zähler, um deinen Fokus schneller wachsen zu lassen. Erhalte Bonus-Fokus in Luftkämpfen. Schlechte Nachrichten. Ihr schafft das nicht, Kumpel. Spider-Man hier. Er wird alles vermasseln. Oh, vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs. Nimm das. Ich drücke wahllos erstmal auf Button-Mashing. Beenden wir das. Das nennt man wohl feindselige Arbeitsumgebung. So, ein bisschen rumprobieren erstmal. So. Ach, da war ja noch einer. Sehe ich anders? Aber gut, wenn du da weitere Informationen hast, sag Bescheid. Fokusleiste voll. Nutze Fokus, um dich zu heilen. Je mehr Fokus du hast, desto mehr kannst du dich heilen. Müssen wir uns heilen? Sieht momentan nicht so aus. Ja doch, 62, okay. Ich drücke mal. Ich muss die Schützen ausschalten. Nein! Oh, komm schon! So! Ach, ich will wieder hochspringen. Ich glaube, das waren alle. Puh. Los, los! La, la, la. Die Aufzüge sind abgeschaltet! Nehmt die Treppe! Okay. Ich mag es lieber etwas direkter. Natürlich magst du das. Peter, alter Freund. So. Spider-Man, Status? Auf dem Weg nach oben. Und hoffentlich stellt niemand die Aufzüge an. Unsere Helis sind unter Beschuss. Und Fisk hat bewaffnete Männer auf jeder Etage. Er ist verzweifelt. Und wehrt sich mit allem, was er hat. Ich muss ihn finden und die Sache beenden. Noch nicht. Wir haben ein Gespräch abgehört. Sie löschen alle Daten von ihren Servern. Wir brauchen Beweise, wenn wir ihn dingfest machen wollen. Okay, auf in den Serverraum. Immer löschen die Bösewichte. Ich gehe besser ran. Hallo, Tante May. Was ist das für ein Lärm? Ich sehe mir einen Superheldenfilm an. Was gibt's? Feinde, im nächsten Stock! Abendessen morgen bleibt? Na klar! Hey, ich muss los. Okay, hab dich lieb. Ich dich auch. Ich schieße in den Schuh. Mach das bitte nicht! Ich bin eine Ballerina. Eine Ballerina. Ich komme zu dir, Ballerin. Hallo, mein Freund. Einmal hoch und einmal drauf. Und jetzt kannst du auch fliegen. Juhu. Ciao. Boah, nice. So. Ist ein bisschen actionreich, ne? Man kann jetzt nicht so viel reden, gerade mit dem Chat. Das kriegen wir bestimmt nachher noch hin. So, Fokusleiste voll. Festhalten, damit er nicht rumspringt. Dachtet ihr denn wirklich, dass das gut ausgeht? Haben die jetzt alle keine Waffen mehr dabei? Der Boss lässt grüßen. Ey, was soll das denn? Hey, ich bin ausgewichen. Komm runter. Los. Gut, komm ich runter. Ciao. Guck mal hier. Kannst mal am Sack riechen. Und der Nächste. Geht das bei allen? Ich muss erstmal aufladen, ne? Oh, Mist. So. Oh. Daneben Na, den hier. Denkt ihr über euer Leben, ne? Au. Ich muss den Serverraum finden, bevor alle Beweise vernichtet sind. Kann ich heilen? Nee, ne? Ich hab gar nicht mitgekriegt. Was kann ich denn werfen? Siehst du, hab ich noch gar nicht gemacht. Wir sollten auch mal hier ein bisschen werfen. Sollten wir mal probieren. Ich gucke mal in den Chat, aber eigentlich müsste ich in die Kamera gucken. So. Wüsste nicht, wo man hier Server unterbringen könnte. Wenn ich hier reingehe, zerstören sie alle Beweise. Okay, scanne mit R3 nach Gegnern. Ich muss mich irgendwie reinschleichen. Da ist er ja. Da. Können wir da? Ja, können wir. Mein kleiner Privateingang.
Ja, das werden wir sehen. Fisk ist zwar ein richtiger Schmutzfink, aber seine Luftschächte sind echt sauber. Ich will, dass alles gelöscht wird. Das Löschen geht eben nicht schneller. Okay, let's go. Niedlich, wenn sie so nichtsahnend sind. Okay, das ist cool. Oh, jetzt will ich die Batman-Spiele auch wieder spielen. Oh, Mann. So, hier kann man theoretisch rein, aber wenn ich jetzt hier reingehe, dann löschen die doch alle Server, oder? Bin ich hier beim Support? Ich habe mein Passwort vergessen. Spider-Man! Erste nicht an die Kontrolle! Wie macht er das? Haltet ihn auf! Stoppt ihn, das System löscht noch! Und ich fand die Typen bei meinem letzten Job unhöflich. Ich will dir das Maul stopfen, für immer! Keine Waffengewalt. Nein, nicht wirklich. So. Muss die Konsole erreichen, bevor alles gelöscht ist. Ich erreiche die Konsole. Let's go! Mal sehen, wie gut die Sicherheitsvorkehrungen sind. Oh, ihr habt den letzten Kernel-Patch vergessen. Du versteckst dich im Serverraum. Wie fein. Hä, Tobi? Sogar für dich. Sagt der Typ, der gerade seinen Suchverlauf löscht. Nach all den Jahren bist du immer noch bloß ein dummes Kind. Stimmt, aber das macht meinen Charme aus, oder? Verdammte! Brech die Tür auf, sofort! Ach, schon wieder? Ach, naja, ihr wisst es ja. Zerstört alles! Sieh dich um! Mein Werk! Was hast du jemals Großes vollbracht? Och, hab mich von der Spinne beißen lassen. Einmal habe ich einen aufgeblasenen, vollgefressenen Gangsterboss noch vor dem Frühstück ausgeschaltet. Heute! Ohne mich gerät der Abschaum, den ich in Schach gehalten habe, außer Kontrolle. Und das ist deine Schuld. Es war ein weiter Weg, Fisk. Wie traurig, dass er zu Ende ist. Er fängt erst an. Tja, dann mach dich besser bereit. So, hoppala. Ach, der ist schon weg. Dann eben du. So. Wie viele Leute hat der eigentlich so? Wir spielen immer auf normal. Yuri, eine Explosion. Ich hab's gesehen. Fisk könnte alles verdrahtet haben. Ich schicke das Bombenkommando. Ich werde ihn freie Bahn verschaffen. Jetzt gibt's auf. Tötet ihn, sonst tötet der Boss auf. Gefällt dir das Feuerwerk? Wir haben noch mehr davon. Ah, Mann, das mit dem Ausweichen muss ich aber echt noch üben. Ich glaube, das waren alle. Wie kann er das denn wissen? So, let's go. Der Weg ist frei. Los! Hey, Jungs. Ich glaube, Bomben gehören zu Willys Fluchtplan. Okay. Sie scheint festzusitzen. Kümmer dich um sie. Wir suchen die Bomben. Kümmer dich um die. Wir suchen die Bomben. Schön. Okay, weiter geht's. Los, alle weg! Evakuiert das Gebäude! So. Aua! Ich hab da hinten auch Leute gehört. Ich werde sie finden. Ich werde sie finden. Wo denn? Hier? Spider-Man! Ach ja. Wir können nicht weg. Wir sitzen fest. Ja, ja, Moment. Ich heb's hoch. Wenn sie frei sind, schnell raus hier. Wer gehen kann, hilft den Verletzten. Verstanden? Das ist keine gute Idee. Da kann doch sonst was passieren. Komm schon. Oh, meine Muskeln. Oh, meine Muskeln pulsieren. Los, los, los. Los, Mädels. Raus mit euch in die Freiheit. Mein Spandex reißt. Oh. Vielen Dank. Ich bin da. Okay, Willy. Ich komme. Oh, Telefon. Ich bin's, Yuri. Wie geht's, Captain? Könnte besser sein. Unsere Helis haben was abbekommen. Wir mussten den letzten aus dem Verkehr ziehen. Wenn sich Fisk einen Heli ruft, können die Landung nicht verhindern. Und niemand, der ihn jagt, wenn er wegfliegt. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass er das die ganze Zeit geplant hat? Weil es wahrscheinlich so ist. Kurze Frage. Also, warte mal. Ganz kurze Frage. Wenn ich jetzt der Fisk wäre, der Oberbösewicht, der im Hochhaus sitzt, oben, und ich weiß, ich habe das ganze Hochhaus mit Bomben verdrahtet, würde ich dann
würde ich dann den Helikopter rufen, nachdem ich die Bomben gezündet habe oder bevor ich die Bomben gezündet habe? Ich... Gut. So. Verdammt. Juri, schick die Sanitäter, schnell! Ich versuch's. Ja, sieht alles nicht gut aus. Entschuldigung, ich latsche auf Polizisten drauf, weil ich in den Chat gucke. Oh, das sieht alles nicht gut aus. Oh oh. Achtung! Jetzt ist Schluss. Mehr Raketen? Bisschen übertrieben, oder? So, weg damit. Was? Ist nationaler Raketentag oder so? Entschuldigung. Ich muss mich gerade totlachen. So. Erwischt. So, haben wir noch einen? Nicht? Müssen wir wieder nach oben? Ich weiß es nicht. Nee, wir sind ganz oben. Wir müssen hier rein. Hier ist Le Bureau. Okay, hallo Freunde. Mann, wie sind die Jungs vom Bombenkommando hier durchgekommen? Müssen wir hier raus? Nein. Ah, hier. Okay. Schlappt ihn! Nur die Ruhe. Jeder bekommt was ab. Mann, wieso geht das nicht? Stopp dir das, Mann! Holt ihn runter, sonst haben wir keine Chance! Bitteschön. Ich hol ihn hier runter. Alles klar. Das Bombenkommando ist schon voraus. Ich hoffe, sie sind okay. Okay. Oh, schön hat das hier aber. Guck mal. Hier mit so einem schönen Garten und so im Büro. Also, da muss man schon sagen, der feine Herr Fisk, wie blöd kann der sein, dass er sein ganzes Hochhaus hier einfach... Das verstehe ich nicht. Huch. Seid ihr in Ordnung? Wir wollten gerade Verstärkung anfordern. Das bin wohl ich. Geh vor. Wir bleiben dicht hinter dir. Achtung, Boss. Ich hab's genau gewusst. Spider-Man! Feinde mit Schilden blocken Angriffe von vorn ab, sind aber von hinten verwundbar. Okay, da können wir vielleicht durchtanzen gleich, aber erstmal natürlich, ja, zuppe die Zuppe. Ihr habt von Anfang an mit Fisk unter einer Decke gesteckt? Boah, die Bilder kriege ich nie mehr aus dem Kopf! Euer Plan ist also nicht aufgegangen. Dann weiter mit Plan B, einer ordentlichen Tracht Prügel. Er darf nicht ins Büro. Komm, wir holen erstmal den hier. War's das? Das war's, alles klar. Nee, das war's noch nicht. Junge, leg dich hin. Kannst dich ausruhen. Ich mach Ballett. Hey Juri, einige deiner Leute standen wohl auf der Gehaltsliste von Fisk. Die gute Nachricht ist, dass das Willys letzte Front war. Ich stehe direkt vor seinem Büro. Schalte ihn aus, sofort. Mit Vergnügen. Okay. Jetzt wird's furchtbar. Okay. Wahrscheinlich der erste Bossfight. Es wird furchtbar. Schreibst du deine Memoiren? Vergiss nicht den Bindestrich zwischen Spider und Man. Mach den Heli fertig. Ich komme gleich. Erstaunlich, wie weit du gekommen bist. Aber deine Torheiten enden jetzt. Du weißt schon, dass ich dich immer noch sehe, oder? 8 Jahre lang diese Anmaßung. Oh, für mich? War nicht nötig.
muss meine Schwester warten. Oi, 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 oi. Okay, jetzt! Was jetzt? Das ist meine Chance. Ah, okay. Nein, das ist wieder frei. Ah, verstehe. Okay. Oh, oh, nein, 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 Mann! Ich muss die Waffe einspinnen. Ah. Was machst du da? Nichts. So. Wumsti, wumsti. Wie kann das sein? Was ist los, Willy? Du scheinst wütend zu sein. Ich werde dich vernichten. Gib dein Bestes. Oh. Okay. Das ist meine Chance. Naja, ausdauertechnisch kannst du aber noch mal ein bisschen, ne? Lalalalalala. Na, hallo, mein Freund! Hallo! Du stirbst genauso nutzlos, wie du gelebt hast! Gib dein Bestes! Also, sehr nützlich für die Gesellschaft. Okay. Cool. Du bist der größte Abschaum dieser Stadt. Ja, das war hart. Das gleiche wollte ich zu dir sagen. Wow. Ihr wisst, was zu tun ist. Umstellt ihn! Ihr Schwachköpfe, ihr seid zum Kämpfen ausgebildet. Also kämpft! Du elende Nervensäge! Einen Moment, es ist gleich vorbei. Er ist zu schnell! Ich will keine Ausreden hören! Oh Mann, ich wurde gerade... Wofür bezahle ich euch denn? Schützt den Boss! Nein, ich schaffe das alleine. Aldia. Boah. Und du hast okay. Immer noch nichts gelernt. Also die ersten Runden klappt. Die ersten Runden klappt, aber ein bisschen... Ich muss ein bisschen ruhiger werden. Ich wollte gerade zu viel auf einmal. Das war nicht gut. Ich muss ein bisschen ruhiger in den Kampf gehen. Okay. An alle Zugriff! Holt ihn euch! Na gut, trotzdem ausweichen. Da kommen immer wieder neue, ne? Machen wir mal so. Beenden wir das! Ihr habt es so gewollt! Er schafft es nicht alle! Oh, Entschuldigung! Boah, Alter! All die Jahre und du hast nichts gelernt! Okay. Könntest du die Kamera etwas runter tun? Ja, warte mal, ich mach mich mal ganz kurz. Warte mal. Hei. Da wirst du aber gleich richtig schön reingeworfen. An alle Zugriff! Das hat ja schon mal ganz gut angefangen. Ja, okay, alles klar. Du bist zu weit gegangen, Junge. Nicht diesmal. Okay, ruhiger.
mach dich kalt! Ah, schade. Warte. Nein, ich hab gedrückt. Ah, war zu spät. Da hatte ich ihn gerade in der Mache. Oh Mann, wieso kann ich denn da nicht drüber hüpfen eigentlich? Nach uns nicht mehr. Ich hol ihn euch. Macht ihn alle. Jetzt gibt's. Der Boss hat die Nase voll von dir. Ja, warte. Ich tänzel hier mal ein bisschen rum. Habe ich noch ein paar Mülltonnen irgendwo? Ah, Mann. So. Huch, wer schießt denn auf ihn? So, jetzt können wir. Auf jetzt! Huh, was denn jetzt? Das war ich nicht! Ich hasse Quicktime-Events. Sollten wir uns küssen? Vielleicht später. Also mit ein bisschen Ruhe war es easy, aber ich dachte eigentlich, da wären noch ein paar mehr Mülltonnen gewesen. Ich habe die ganze Mülltonne gesucht, aber da waren einfach keine Mülltonnen. Bin ich im Kreis gerannt. Na gut. Endlich geht's nach Rikers, hä? Huh? Tja, ich glaube, du hast da drin mehr Feinde als ich. Wenn du glaubst, dass das mehr als ein kleines Ärgernis ist. Whoop, ich muss los. Hey, viel Glück, Willy. Ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Idiot! Ich habe in dieser Stadt für Ordnung gesorgt. Ein Monat. In einem Monat willst du mich wieder zurück. Feierabend, der Kalmund. Wandert hinter Gitter. Das Ende einer Ära. Ich sollte das feiern. Vielleicht sollte ich Urlaub machen. Ich weiß überhaupt nicht, wo gehen wir hin. Bestimmt ruft gleich jemand an. Wir sind Stufe 1. Hey, Spider-Man, 50 Jahre im Dienst und ist schon Stufe 1. Geil. So, ein Fertigkeitspunkt. Innovator, Verteidiger, Netzschwinger. Du wurdest hochgestuft. Yo. Fertigkeitspunkte werden verliehen, wenn du genug Erfahrungspunkte verdient hast. Schließe Missionen ab und besiege Gegner, um Erfahrungspunkte zu halten, zu holen. Perfektes Ausweichen, Netzgriff und hier hätten wir Schwungtritt. Da ist leider die Kamera drüber. Ich kann es selber auch nicht lesen. Ich mach mal Innovator, oder? Halte, eingesponnene? Ja, mit Werfen, guck mal. Das machen wir. Netzgriff ist jetzt in der Moves-Liste zu finden. Und dann geht's hier noch weiter. Wir haben leider keine Punkte mehr, wenn ich das richtig sehe. Ich sehe nicht sehr viele. Kosten 1. Pistole und Stockreißen, erweiterter Lauer-Takedown und Gefahrenzone. Auch nice. Gefällt mir sehr gut. Okay, spar dir die Punkte doch. Wofür? Ich muss doch erstmal freischalten. Ich brauche gar nicht sparen. Okay.
So. Okay. Das klappt ja nicht so gut. Parker, wo sind Sie? Die Kommission wird bald hier sein. Wir müssen einen Gerätetest durchführen. Ich bin fast da. Ups. Nur noch ein paar Blocks. Ich glaube, ich mache es selbst. Nein, nicht. Es ist gefährlich. Oh, ist das cool. Mir gefällt Docs Enthusiasmus, aber manchmal bringt er sich in Schwierigkeiten. Ich beeil mich, bevor er sich noch wehtut. Oh, cool. Boah, Alter, ist das schnell. Boah, wie geil. Okay, macht doch ein bisschen Spaß. Man muss ein bisschen mit klarkommen, aber es ist schon sehr cool. So. Hier kann man, glaube ich, nichts machen. Habe ich überhaupt nichts gedrückt? Eigentlich habe ich X gedrückt. So. Zack. Wir sind so oder so gleich da. Wo kann ich? Da kann ich. Nein, es ist in dem Haus. Da kann ich. Nein. Das muss ich noch ein bisschen üben. Das sind einfach die Spider-Sensoren, wenn ich an der falschen Stelle drücke. Alles klar. Wie findest du das Spiel bis jetzt? Noch ein bisschen verwirrend von der Steuerung her, muss ich zugeben. Zumindest was die ganzen Bewegungen angeht. Beim Kampf geht's. Aber hier so gerade ist ein bisschen verwirrend tatsächlich. So, es geht aber, es geht aber. Ich dachte, ich gehe jetzt automatisch rein. So. Puh, sieht echt gut aus, macht echt Spaß. Muss man zugeben. Wenn man die Steuerung ein bisschen mehr drauf hat in der Stadt zum Navigieren, ich glaube, dann wird es ein bisschen cooler noch. Momentan springe ich da, aber drücke irgendwas, fliegt da durch die Gegend und komme irgendwie an. Sorry, bin zu spät. Wow. Doc Ock. Oh. Sie haben schon angefangen. Die Direktorin der Fachkommission wird bald hier sein. Schon gut, Parker. Ich habe das alles erdacht. Ich komme schon damit zurecht. Die Energiedämpfer. Oh, Mann. Sollen wir abbrechen? Noch nicht. Warten Sie! Dr. Octavius, alles okay? Ein weiterer Rückschlag. Es wird ihm noch gelingen, wir wissen das. Aber wir sind nah dran. Ist jemand verletzt? Nein, das war alles meine Schuld. Die Energielevel waren höher als erwartet. In gewisser Weise ist das eine sehr positive Entwicklung. Es riecht aber nicht gerade positiv. Ich versichere Ihnen die nächste Phase. Lassen Sie uns nichts überstürzen. Können wir das vielleicht irgendwo anders besprechen? Nehmen Sie sich den Rest des Tages frei, Peter. Aber... Wir reden später. Und der Doc Ock ist eine Katastrophe. Wie konnte der Dämpfer ausfallen? Der Doc hat gesagt, ich soll mir den Tag freinehmen. Aber ich muss rausfinden, was schiefgelaufen ist. Und der Doc Ock ist ja eigentlich ein Lieber oder war ein Lieber, bevor Dinge geschahen. Heieieiei. So, wir haben frei, aber natürlich, Peter Parker macht doch nicht frei. Der Peter Parker nutzt die Gelegenheit. Guck mal hier. Das sieht mehr nach einem Drohnen, nach einer Drohnenfernsteuerung aus. Oh, das sieht übel aus, mein Freund. Arm bewegen. Ja. Das ist aber noch nicht der bestbeweglichste Arm, den ich je gesehen habe. Mal sehen, was dir fehlt. Ich würde sagen, das hier fehlt. Mein anderer Job, repariere die Armprothese, kein Problem. So. Oha.
Octavius Industries. Das Logo hat eigentlich schon viel verraten. So, zum Fortfahren. Ich hoffe, die Kamera stört jetzt nicht. Ich mache mich mal ganz kurz... Flupp. So. Bin gleich wieder da. Okay. Ist durchgebrannt. Verdammt. Wenn ich das geprüft hätte, wäre mir das aufgefallen. Hier ist nicht freigeschaltet. Okay, L2 drehen. Okay. Ah, wir haben Inventar. Okay. Das kann ich... Ach so. Okay, na gut, dann kann ich... wie kann ich denn jetzt was auswählen? Ich bräuchte das hier. Würde es drehen? Genau. Ah, okay. So, und jetzt hier den hier. Oh, okay, wir sind noch gar nicht fertig. So. So. Okay, nee, passt ja, passt ja, passt ja. Wir müssen erstmal den hier. So, und dann den hier und dann den hier. So. Geschafft. Cool. Kennen wir ja alles noch von Bioshock, hä? Super. Okay, muss die Servosteuerung umleiten. Einige Stromkreisteile erlauben nur Verbindung aus bestimmten Richtungen. Zum Fortfahren drücken. Wir müssen also erstmal hier rum. Ja gut, das ist jetzt aber auch nicht so schwierig. Das hier können wir hier nicht verwenden, ne? Wir könnten das hier verwenden. Oh ne, können wir nicht. Können wir es wieder entfernen hier? Ja, das hier müssten wir hier verwenden können. Das können wir nämlich drehen. Und dann geht das hier lang. Gut, alles klar. Dann brauchen wir hier einmal einen Durchfluss. Dann brauchen wir hier einen nach unten. Das wäre dann der hier. So, und dann könnten wir hier den hier ruhig nehmen. Jetzt müsste der nach links. Das wäre der untere wieder. Aber da haben wir 0. Also nehmen wir den hier. Und hier bräuchten wir einen nach unten. Das könnte der hier sein. So. Nehme ich mal den hier. Und den hier. So. Sehr schön. Easy. Okay, und jetzt? Was ist die nächste Schwierigkeit? Und jetzt die Spannung neu ausgleichen? Was? Um die Spannungssteuerung einzustellen, musst du auch die Spannungsanforderungen erfüllen. Manche Stromkreisteile verfügen über eine positive oder eine negative Spannung. Zum Fortfahren drücken. Okay. Hat das sonst irgendwas zu sagen? Also ich gucke mir gerade die Teile links an. Die sehen aber irgendwie auf den ersten Blick sehr gleich aus. Ach so, wegen 1 und 2. Was für eine Spannung liegt denn hier an? Wenn ich jetzt hier eine 2 setze, dann geht das. Ah, aktuelle Spannung 2. Da wird hier gemindert auf 1. Das heißt, wir müssten hier eine 1er Spannung durchjagen. Hier können wir einfach... Oh, Entschuldigung, falsche Taste. Hier können wir einfach ums Eck machen und dann können wir hier... Okay, das geht. Das geht? Ist das nicht richtig? Läuft das nicht durch? Was habe ich gerade übersehen? Plus 2? Hier wird die Spannung erhöht? Oder brauche ich hier mehr? Zielspannung 3. Okay, ich habe jetzt... habe ich jetzt erst gesehen. Zielspannung plus 3. Alles klar. Okay, wir bräuchten also hier eine plus 1. Dann würde ich die hier rausnehmen. Dann nehme ich die hier raus. Hier setze ich die plus 1 hin. Da ist die minus 1 und dafür setze ich die plus 2 hier hin. Und wir bräuchten eigentlich noch eine plus 1. Die können wir nicht hier hinsetzen. Fehlt mir gerade irgendwie ein Logikfehler? Warte mal. Fehlt mir... Ach, wir haben noch eine plus 2. Fertig. Entschuldigung, ich habe die nicht gesehen. Kein Logikfehler. So. Entschuldigung, ich dachte, wir hätten von jedem nur einen. Entschuldigung. So. Mal sehen, ob es geklappt hat. So, mal gucken. So gut wie neu. Haben wir jetzt also geholfen, Doc Ock herzustellen? Doc hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Sicherlich. Also nicht jetzt? Du bist doch jetzt arbeitslos, jetzt hast du doch richtig Zeit. Wieso kann ich jetzt nicht Spider-Dingens... Achso, ich habe die Dinger nicht mit. Was ist das? Heute ist ein großer Tag. Prüfung des Zuschusses. Wir sind bereit. Die Arbeit hat beträchtliche Fortschritte gemacht. Ehrlicherweise hätte ich nie gedacht, den Zugaktuator auf ein akzeptables Toleranzniveau bringen zu können. Aber Parker, er ist ein einmaliger wissenschaftlicher Querdenker.
Ich wollte gerade ein maßgefertigtes Ersatzteil bestellen, als er vom Eisenwarengeschäft ein Lösungsmittel und eine Zahnbürste mitbrachte. Bang! Aktuator-Problem gelöst. Der Junge ist ein Genie. Ein Genie, das chronisch zu spät kommt. Oh, es ist schon 10 nach. Wo bleibt er? Er kann unmöglich die Prüfung vergessen haben. Ich hab sie enttäuscht, Doc. So. Okay. Ich hab sie enttäuscht, Doc. Naja, gut, aber ja. Er hat ja noch diesen anderen Nebenjob. Octavius Industries. Ship. Start construction. Large scale trains. Limited testing. Open the second lab. Get further funding. Okay, gut. Entschuldigung. Hi, da bin ich wieder. Ich hab mich rausgenommen, weil ich Teile vom Rätsel verdeckt habe. Peter, ich danke nochmal für die Gutachten. Kreuzgutachten sind das Rückgrat der Wissenschaft. Bei der Vorbereitung auf die Anprobe stiegen Zweifel in mir hoch und ich fragte mich, ob das wirklich die beste Methode des Gliedmaßenersatzes sei. Töricht, ich weiß, aber ich frage mich, gibt es einen anderen Weg? Ja, das fragen wir jetzt doch alle. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob wir vielleicht hier noch ein paar weitere... Ich meine, wir müssen die nicht alle anhören, aber wir können es ruhig gründlich machen, wenn wir schon dabei sind. Schau mich nochmal ganz kurz ein bisschen im Labor um, dann machen wir sofort weiter. Kommt das noch auf YouTube? Nur auf dem GronkTV-Channel, glaube ich. Ich glaube, ein Let's Play würde ich dazu nicht machen. Man kann es ja im Stream spielen oder so. Da haben wir ja noch nicht genug Spiele, die wir auch noch alle irgendwie mal irgendwann jemals vielleicht mal fertig machen könnten. Wobei ich das aber eigentlich ganz mag. Ich mag das ganz gerne, eigentlich Spiele im Stream anzuspielen und nicht den Zwang haben, die immer durchziehen zu müssen. Oh. Wie viele Laborfeuer hatten wir bisher, Otto? 3? 4? Daran sieht man, dass wir Fortschritte machen. Aus der Asche der Fehlschläge entsteht große Wissenschaft. Dr. Octavius' Optimismus ist wirklich nicht zu erschüttern. Und er hat ja auch recht. Darf man nicht vergessen. So, gucke, hier finden wir noch was. Und zwar ein Bild von den beiden, wie sie befreundet sind. Ein Abschluss. Scheint ewig her zu sein. Ich war Praktikant bei Doc. Durch ihn habe ich erkannt, dass ich im Laborkittel ebenso helfen kann wie in Strumpfhosen. Vielleicht sogar mehr. Ehrlich gesagt sieht das Bild aus wie aus Grim Tales. Das sieht aus wie Abschluss.png. Das ist... Und hier schön, dass wir die Schmutzwäsche so ein bisschen angucken können. Ich weiß nicht genau, warum wir jetzt hier in der Gegend rumgucken können. Das weiß ich noch nicht genau. Ich hätte gerne das Bild gedreht, aber hey. So. Gut, hier ist sonst nichts. Oh, da ist noch irgendwas. Guck mal hier. Ist das ein Comic? Ist das ein Sammelitem? Doc hat viele große Durchbrüche gehabt. Nein. Stand aber immer im Schatten. Meistens von Oscorp. Dieses Mal wird es anders sein. Ja, ja. Es scheint keine wissenschaftlichen Firmen in dieser Stadt zu geben, wo es nicht schief geht und Leute aus Versehen zu Bösewichten werden. Ist eine ganz dramatische Stadt. So. Okay, gucken wir mal. Doc hat einen neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet. Dein Ziel ist es, die unbekannte Substanz anhand ihres Absorptionsspektrums zu identifizieren. Verwende Fragmente der unbekannten Substanz und bringe die Absorptionslinien im Spektrum im Einklang. Bewege deinen Cursor mit L, um ein Fragment aufzuheben. Okay, also das hier. Habe ich das aufgehoben? So. Und das hier. So. Ist das so gemeint? Ja, ne? Muster übereinstimmen. Okay. Substanz identifiziert. Hydrogel-Polymerkomposit. Stark, aber sehr hohe Impedanz. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Natürlich, das habe ich mir auch gedacht. Verlasse das Labor. Okay. Ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. Grim Tales, Spider-Man Chronicles. hier geht's raus. Okay, let's go. Hey, ich will da auch durchlaufen. Warum ist das nicht seamless? Das wäre viel cooler, wenn man in ein Gebäude reingehen kann und dann... Das wäre noch cooler. Das hier ist jetzt nicht so gut mit dem Ladebildschirm. Es wäre viel geiler, wenn das wirklich so ein bisschen dieses Open-World-Feeling hat, wo man auch in ein Gebäude reingehen kann. Ladebildschirme bin ich... Ja.
Spider-Man, hier ist Yuri. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fisks Niederlage denkt. Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo höre, wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch! Und wie immer, wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen! Oh, cool. Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Dann mal gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie. Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er Wilson Fisk eingebuchtet hat, stimmt's? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger ist für alle gut. Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt, vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Nee, ich bin Klempner. Oh, gut. Dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe! Ich erkläre Ihnen mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er der nächste Pate ist. Es wird einen Bandenkrieg geben. Aber interessiert das diesen bescheuerten Spinner? Natürlich nicht. Er war im Fernsehen und nur das zählt. Ha! Jetzt kann ich Kupferrohre kaufen, ohne jemanden zu schmieren. Bis zu dem Bandenkrieg bin ich auf der Seite des Spinners. Reden wir weiter, wenn drei neue Banden bei Ihnen Schlange stehen, um für das Rohr dreimal zu kassieren. Oder Ihnen die Beine zu brechen. Wiederhören! Ach, eines Tages, Jonah. Ich krieg dich noch so weit, dass du was Nettes über mich sagst. Eines Tages. Das wird nicht passieren. Aber ich mag den. Auch wenn er halt ein Bastard ist. Immer. So. Ups. So, da sind wir jetzt. Naja, es klappt ja ein bisschen mit dem Rumschwingen. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Die ist so cool. Die ist so cool. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Die ist so cool. Okay, Entschuldigung. Ich sehe mir mal den Turm an. Repariere den Turm. Wir haben ja Zeit. So langsam geht niemand. Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert. Passe die Wellenlänge an. So. Ah. Lass mich raten, solche Türme finden wir überall. Ein Turm ist gerade wieder online. Warst du das? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut, ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Los! Pass auf, okay? GTA. Einer spielt Spider-Man, die anderen spielen die Verbrecher. Oh, das wäre auch cool. Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen.
Ja, wollen wir. Ach komm. Warum treffe ich ihn nicht? Wie, warum treffe ich ihn nicht? Gegner mit Nahkampfwaffen locken die Maßnahmen. Da sind wir doch. Ah, hä, hä, hä. Nimm das! Ach, das geht. Hey, ich bin ausgewichen. Zwing mich nicht, dir weh zu tun. Hey. Lass das. So. Das ist schon ganz cool. Das Kampfsystem mag ich gerne. Verbrechensmarken. Krieg ich so einen Stick ans Album. Okay, erledigt. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein, 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 nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. Ich geh mal zu Fuß. Da ist ein Verbrechen. Hände hoch, Polizei. Sie sind verhaftet. So. Mein Fehler! Entspann dich, Fake Spider-Man. Naja, kann man da vielleicht nach oben? So. Ach, was soll's. Ist das hier oder ist das auf der anderen Seite? Ah, ist immer noch auf der anderen Seite. Gut. Dann gucken wir mal, dass wir hinkommen. Hm. Oh. Du bist also der Spitzel. Verschwinde, Mistkerl. Ja, das ist sie. Ich sagte, verschwinde. Es ist der rote Jogginghosenmann schon wieder. Lasst mich in Ruhe. Ganz ruhig, Lady. Fasst mich nicht an. Hm. Hilfe! Hilfe! Polizei! Halt brav den Mund. Lasst sie los! Achtung, es ist Spider-Man! Brecher blocken deine Nahkampfangriffe, setze Netze und Wurfobjekte ein, um sie verwundbar zu machen. Okay. Das ist ein Brecher, nehme ich an. Ich brächte die Knochen. Das ist. Den wollte ich gar nicht treffen. Den da. Hallo, ich sitze im Busch. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich den hier. Gut, das hat... Boah. So, der ist weg. Ich hab ihn erwischt. Boah, Alter. Jetzt reicht's mir aber. Ich gehe. Mir reicht's. Hör auf jetzt. Das blüht dir auch gleich, Kollege. Was? Ich wollte ihn gerade hochschlagen. Ich war zu großkotzig. Ich konnte gerade nicht heilen, leider. Also ich hatte es versucht. Da, wo ich es probiert habe, ging es nicht. Schwein, weißt du, weil sowas dann scheitern, ist aber auch traurig. Gut, aber naja. Lass sie los. Ich werde mal nicht zu großkotzig. Übrigens, Brecher blocken? Ja, naja. Ach, der ist schon weg? Naja, bedingt. So, komm her. Lebt er noch? Jetzt aber. Na also. Oder sie ist tot. Lass mich los. Rette die Geisel, bevor die Zeit abläuft. Benutze L, um das Ziel anzuvisieren. Drücke R1, um den Gegner zu entwaffnen. Okay, okay, okay.
Gut. Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle. Es gibt da das Feast-Center. Kenne ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich habe schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ. Das heißt Spider-Man, Ma'am. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Das Spiel führt mich also noch. Clever.